sind wir in Dakar, der Hauptstadt von Senegal, angekommen. Und das ist für mich was ganz Besonderes, weil mein Vater nämlich aus dieser Stadt kommt. Ich werde auch direkt noch ein paar Tage hier bleiben, um mir das Ganze hier mal zum Gemüte zu führen. Wir geben hier zwei Workshops, und zwar mit den Schülern aus Dakar und der näheren Umgebung und dann in Dakar ein Konzert und noch eins in TS. Jetzt befinden wir uns gerade schon wieder in der Chorusphase, haben schon einen halben Tag verbracht und waren sehr fleißig. Ich war eine Sängerin in dem Workshop von Nosli und ich denke, dass das sehr interessant war und ich habe auch viele nette Personen getroffen und das gefällt mir. Dein Blick verzaubert mich. Die Nosli-Gruppe, das ist sehr. Du lässt mich träumen, komm und flieg mit mir. Das war sehr schön. Ja, das waren die letzten Workshops unserer wundervollen Tour und wir relaxen jetzt noch ein bisschen am Strand von Dakar und bereiten uns seelisch auf die letzten beiden Konzerte vor. Dann sehen wir uns gleich auf der Bühne. Babinen! Fernsehteam aus TS. Ich sage danke, merci und Jajev, Dakar und TS. Und ich danke dem Goethe-Institut für diese unglaubliche Reise, diese tolle Zeit. Und sage an dieser Stelle, Babeden aus dem Senegal. Ja.